Ich bete 5-mal am Tag und faste im Ramadan. Ich zahle jährlich meine Zakat. Ich spare sogar mein Geld, um zur Hajj zu gehen. Ein Muslim, der den genannten Pflichten kontinuierlich nachgeht, wird die Erwartung hegen, das Wohlgefallen Allahs zu erreichen oder sogar erreicht zu haben. Wie denkt ihr über einen Muslim, der diesen Pflichten nachgeht? Viele werden sicherlich denken, ja natürlich, das ist ein gottesfürchtiger Muslim, den Allah liebt. Es sind islamische Pflichten, derer wir uns bewusst sind. Pflichten, die eine große Wichtigkeit für uns haben. Doch was, wenn ich euch sage, dass Muslime, die sich lediglich an diesen gottesdienstlichen Handlungen orientieren, zum Scheitern verurteilt sein könnten und ja, sogar Allah andere Götter beigesellen können. Doch wie kann es dazu kommen, wo er doch seinen Pflichten nachgeht? Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى. Was meinst du wohl zu jemandem, der sich seine Neigungen zu Gott genommen hat? Allah subhanahu wa ta'ala lehrt uns, dass es Menschen gibt, die sich ihre Neigung zum Gott genommen haben. Doch wie kann ich das verstehen? Das Wort, welches Allah subhanahu wa ta'ala hier verwendet, ist Hawa und bedeutet die Neigung und selbstsüchtigen Begierden. Es gibt viele verschiedene Begierden und Neigungen, wie zum Beispiel Fußballer, Influencer oder Rapper zu werden. Aber auch Dinge wie sich ausruhen, seinen Hobbys nachzugehen oder Zeit mit Freunden zu verbringen. Eine der Neigungen, die heute weit verbreitet ist, ist es, gemütlich zu sein. Man möchte möglichst keine Anstrengung auf sich nehmen, sich keinem Stress aussetzen und Spaß haben. Jemand, der gemütlich ist und sein Leben auch möglichst so gestalten möchte, bei dem wird man dies in seinen täglichen Handlungen sehen. Er wird nicht besonders viele Lasten auf sich laden, keine große Arbeitsmoral haben. Und auch die Ziele in seinem Leben werden darauf abzielen, ein möglichst angenehmes Dasein zu fristen. Man kann sagen, dass seine Entscheidungen, Gedanken und Handlungen sich allein auf die Begierden und Wünsche fokussieren. Er unterlässt das, was seinen Frieden stört, und tut das, wobei er sich gut fühlt. Denn für den, der seine Neigungen zum Entscheider genommen hat, fühlt es sich richtig an, sie anzustreben. Genauso fühlt es sich falsch an, ihr nicht zu folgen. Wenn es nicht nur eine Neigung ist, sondern allgemein sein Gemütszustand darüber bestimmt, ob er etwas tut oder lässt, seine Ziele im Leben definiert und etwas als richtig oder falsch erachtet, dann ist er jemand, der seine Neigungen anbetet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte uns deutlich, was es heißt, jemanden anzubeten. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte einen Vers, in dem es heißt: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب. Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aya rezitierte, kam ein Gefährte zu ihm und sagte: Ja, Rasulullah, wir haben unsere Gelehrten nicht angebetet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte: Haben sie nicht das erlaubt, was Allah verboten hat? Haben sie nicht das verboten, was Allah erlaubt hat? Und seid ihr ihnen nicht gefolgt in dem, was sie sagten? Adi konnte nur bestätigen, und darauf sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Dann habt ihr sie angebetet. Die Juden und Christen haben ihren Gelehrten und Mönchen das Recht zugesprochen, ihnen absoluten Gehorsam zu leisten. Sie haben sich von ihren Gelehrten und Mönchen diktieren lassen, was sie tun sollen und was sie unterlassen sollen. Sie haben also darüber entschieden, was richtig ist und getan wird, und über das, was falsch ist und unterlassen wird. Genauso verhält es sich mit demjenigen, der seine Neigung über sein Leben diktieren lässt. Er betet sie an. Was nun denjenigen angeht, der seine Pflichten verrichtet, aber trotzdem vielleicht seine Neigungen anbetet, so wird dieser früher oder später in die Irre gehen. Sheikh Abdulaziz al-Tarifi beschreibt solche Personen mit den Worten: Die meisten, die von der Wahrheit abkamen, haben sie in Wirklichkeit nie im Inneren getragen, sondern folgten ihr, weil sie für eine gewisse Zeit mit ihrer Neigung vereinbar war. Als sich dann deren Neigung veränderte, verließen sie die Wahrheit. Wir lernen aus der Überlieferung, dass Anbetung mehr ist als das Gebet, die Zakat oder die Pilgerfahrt. Es bedeutet, jemanden zum Entscheider über richtig und falsch und somit über das, was man tun und unterlassen muss, zu nehmen. Als Muslime sind wir der Wahrheit gegenüber verpflichtet. Sie diktiert uns, was wir tun müssen und was wir unterlassen, egal ob es uns passt oder nicht. Wir beugen uns Allahs Anordnung, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Haqq, die absolute Wahrheit.
alles, was Allah für gut und richtig befunden hat. Danach handeln wir. Und das, was er, subhanahu wa ta'ala, für schlecht und falsch befunden hat, von dem halten wir uns fern. Ganz egal, ob wir Lust darauf haben oder nicht. Wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'alas Weisheit besser ist, als das, was wir uns wünschen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht liebt ihr etwas, während es schlecht für euch ist. Und Allah weiß, ihr aber wisst nicht Bescheid.